Haha. Okay, Der erste Teil, Batman. Das Wasser ist zwar flacher, aber zu tiefgründig für dich. Okay, das war irgendwie cool. Jetzt werden wir das gleiche Spielchen da nochmal wiederholen, ja? Sieh dich an, Detektiv. Du hängst in dieser Quest. Ach, da stehen ja sogar Zahlen dran. Wie ein potthässlicher Kronleuchter. Da stehen ja sogar Zahlen dran. Okay, aber sind hier nicht auch Türen? Das sind keine Türen. Die Türen sind keine Türen. Okay, dann machen wir jetzt die Nummer 2. Also wenn das so simpel bleibt. Weißt das du wird nicht so simpel bleiben, oder? Wenn ich den Ankerpunkt manipuliert hätte, könntest du jeden Moment tot sein. Moment. Aber wo bliebe denn da die Genugtuung? Du wirst dein eigener Henker sein, Detektiv. Ganz ohne Frage. Da muss ich rüber, ja? Da muss ich jetzt hin? Na dann, Halali. Wow. So. Nein, da muss ich nicht hin. Scheiße. Den hatten wir schon. Und das war dämlich. Ein Rätsel. Was ist tot? Du! Memo an mich, nicht in die Rasiersägen springen. Rasiersägen? Rasiermesser. Ihr wisst, was ich meine. So, na, ja. Sieh dich an, Detektiv. Du hängst in dieser grässlichen Maschine rum wie ein potthässlicher Kronleuchter. Gut, dann ist jetzt aber die Frage, wie kriege ich denn das Teil da unten auf? Wie kriege ich das auf? Ist ja offenbar doch nicht ganz so einfach. Ja, hier können wir jetzt auch eine Winde einsetzen, aber... Kaputt schießen kann man es nicht. Ich hänge mich hier nochmal dran. Lang. Ne, hab mich vertan. So, da drüben ist reserviert. Nein, Detektiv. Du musst den rotierenden spitzen Todesklingen ausweichen. So, ja. Okay. Ist letztendlich doch simpler, als ich gedacht hatte. Musst du erst mal auf die Idee kommen, dass man das drehen kann? Das Wasser ist fast so niedrig wie Catwoman's Chancen auf Freiheit. Warum feierst du nicht mit meinen Freunden? Zack, zack, so. Den nehmen wir auch auseinander. Zack. Und den natürlich auch. Ich wollte, dass du die Roboter ausschaltest. Das ist alles Teil meines minutiös erschaffenen Masterplans. Also dann. Bitte. So. Ich muss zurück in mein Batmobil. Das nächste müssen wir da unten dann hin. Okay. Hui.
erstmal wieder nach oben. Diese Rätselräume mag ich. Das ist tatsächlich auch mal Riddler. Riddler, wie er sein sollte. Und nicht, ja, das, was wir sonst immer als Riddler gekriegt haben in diesen Spielen. So. Problem, du befindest dich leider schon einige Minuten hinter meiner Prognose. Oh, deshalb waren die Schätzungen ungenau. Ich habe deine Inkompetenz und Dummheit nicht als zwei getrennte Variablen berücksichtigt. Verzeihung, Detektiv, ich kalkuliere das sofort ein. Okay, ich muss das erstmal zurückfahren hier, ja? Einfach so funktioniert das nicht. Ich muss erstmal wieder das hier auf Anfang setzen. Diese zu erfüllen, die dich so lange am Leben gehalten hat? So, ne, dann kann ich nämlich... Oder, wohin muss ich denn? Auf den muss ich. Okay, das heißt, ich muss die 3 so steuern? Ja, so wie er jetzt ist. Ist gut so. Damit ich dann das unterste Ding drehen kann, um die letzte Plattform da zu aktivieren. Läuft doch. Ich finde, ich stelle mich gar nicht so dumm an, wie der Riddler sagt. Ich bin total schlau. Hoch, richtig schön platzieren. So. Und dann einfach rüber, ne? Batman! Okay, das ist schon fast zu einfach. Großartig, großartig! Du erreichst gerade so exakt die Werte, die meine Gleichungen vorhersagen. Vorsicht, wenn du rausgehst. Ja, ist mir schon aufgefallen. Ich will gar nicht genau wissen, was da ist. Ich schalte einfach mal aufs Batmobil um. Und dann schießen wir die Geschütze weg. Und unter ihrer Todesfalle läuft wirklich auf Benutzerfehler hinaus. So, jetzt kommen wir nämlich wieder zurück. Und dann müssen wir ja theoretisch auf die Mitte können, ne? So, gucken wir mal. Wenn wir uns an die offene Seite stellen, das linke. Okay. Hey Eddie, können wir nicht was anderes spielen? Das wird langweilig. So, also, wenn wir uns an die offene Seite stellen, das ist diese hier, dann hier das linke. Na, hoffentlich schummelt Eddie jetzt nicht. Das wäre fies. So, und Catwoman ist fast frei. 2 Schlüssel noch. Und da heißt es immer, schwarze Katzen brechen Pech. Noch ein Schlüssel. Gut gemacht. Natürlich verlierst du sofort alle deine neuen Leben. Sollte ich diesen Zünder betätigen? Noch eine Tür geöffnet. Überraschung. Advanced Death Traps, ja. Könnte man jetzt theoretisch einen Angriff nehmen? Könnte man, theoretisch. Ich überlege gerade, ob ich es mache. Oder ob wir erst
unseren Serienkiller stellen. So, wo geht's denn raus? Da drüben geht's raus. Fertig für heute, aus die Maus. Tschüss dann, Eddie. Hast du noch was zum Abschied zu sagen? Ich war schon immer der cleverste im Raum, Detektiv. Und musste sämtlichen Hohn und Spott von jenen ertragen, deren jämmerliche geistige Fähigkeiten das zu erfassen nicht in der Lage waren. Und dann kommst du nach Gotham, verwirkst deine kognitiven Fähigkeiten, die denen eines durchschnittlichen Raufbolds nur knapp überlegen sind, unter der Maske eines tapferen Helden. Und die Menge jubelt dir zu. Eddie, bist du neidisch? Es wird Zeit für einen Test mit dir und Catwoman. Na gut, ich würde sagen, wir fahren zum Waisenhaus, machen den Test mit Catwoman. Und bevor wir dann den letzten Schlüssel holen, das ist, ich garantiere euch, das wird nochmal ein Rennen oder so ein Scheiß, machen wir erstmal den Serienkiller dann. Selina ist immer noch im Waisenhaus. Gemeinsam werden wir sie befreien. So, weise mir den Weg und ich möchte eine andere Kameraansicht. Ich will eine andere Kamerasicht. Hallo. Das geht doch. So, wie ist der Weg? Da geht's lang. Huch. Mein Fehler. Na gut, wo er recht hat, ne? Oh, wir müssen auch noch Scarecrows Albtraum 3 machen. Der ist jetzt nämlich auch freigeschaltet. Wer repariert eigentlich immer wieder dieses Tor hier am Eingang? Mr. J? Mr. J ist nicht da. Na gut. Mal gucken, was uns jetzt hier erwartet. Du bist zurück. Ich sagte doch, ich hol dich da raus. Ich weiß. Es ist nur... Egal. Lass uns zum nächsten Raum gehen, bevor mein Kopf explodiert, okay? Na komm, springen wir halt durch Eddies nächsten Reifen. Weißt du, ich freue mich schon fast darauf, was er als nächstes geplant hat. Ist sicher interessanter, als auf dich zu warten. So, dann gehen wir doch mal gucken. Advanced Death Traps, also fortgeschrittene Todesfallen. Tja, hallo mal wieder an mein liebstes Komödiantenduo. Es war eine solche Freude, Rätselkammern für nicht einen, sondern zwei Halbidioten zu kreieren. Oh, das ergibt quasi einen ganzen Idioten. Dunkler Ritter, wenn du deine Katzenfreundin verloren und genug um ihren kopflosen Leichnam getrauert hast, können wir das vielleicht wiederholen. Mit Robin. Oder vielleicht deinem verlorenen Sohn in Bloodhaven. In Bloodhaven. Okay. Was? So, was müssen wir jetzt machen hier? Nehmen wir uns das alles erstmal in Ruhe an. So, wir haben da einen Schalter. Der wird durch Druck aktiviert. Aktiviert die Tafel. Und... Was ist denn das da? Ich würde sagen, Catwoman stellt sich drauf. Die Lücke in der Wand? Ich könnte sie mit einem Satz erreichen. Okay. Batman stellt sich drauf. Schon kapiert. Spider-Man. Ah ja. Vielleicht lassen wir uns nicht unbedingt gleich auf den Schalter fallen. Dann sehen wir uns hier erstmal um. Infirmary. Ah ja, okay. Ein Rätsel.
Kann ein Irrgarten auch ohne Garten noch jemanden irre machen? Noch irre machen. Irre machen. Komm schon, Detektiv. Mehr Licht könnte ich nun wirklich nicht auf das Problem werfen. Ich bin nur schon ein bisschen zögerlich. Ich nehme mal das ganz links. Ich gehe mal davon aus, dass das, was bei Batman angezeigt wird, das ist, wo Catwoman stehen muss. Das heißt, er muss hier in die Mitte. So, machen wir erstmal Catwoman weiter. Catwoman kann nach da. Und dann einen nach rechts. Weißt du, ich musste ein ähnliches Sicherheitssystem lahmlegen, als ich bei Queen Industry... vergiss es. So. Genau, Catwoman steht jetzt da. Batman muss jetzt... einen nach vorne, zwei nach links, zwei nach vorne, einen nach rechts. Einen nach vorne, zwei nach links, zwei nach vorne, einen nach rechts. Fast geschafft, geschafft. Aber jetzt noch eine Wendung. Wendung, Wendung, Wendung. Arsch. Wo steht sie denn gerade? Sie steht auf dem Feld. Also ein nach rechts, ein zurück, zwei nach rechts. Erstmal. So, jetzt steht sie quasi da drüben. Zwei vor kann sie noch. Fast da, Selina. So, jetzt steht sie wieder am Ende des Pfades. Wo steht er denn jetzt gerade? Er steht... in der vierten Reihe. So, in der vierten Reihe. Und auf dem zweiten Feld. Okay, ja, ich lasse mir Zeit. So, zwei nach rechts, ein nach vorne, ein nach rechts, ein nach vorne. Zwei nach rechts? Zwei nach rechts, ein nach vorne, ein nach rechts, ein nach vorne. Ein nach rechts, ein nach vorne, ein nach rechts. Ich bin hier fertig. So, wo steht Catwoman? So, kann jetzt nach vorne, bis da nur noch zwei sind, also einen quasi. So, ja, ich muss mich gerade echt konzentrieren. So, zwei rechts, zwei links, einen nach vorne, einen nach links. Okay, ich bin hier fertig. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist deine Belohnung. Roboter. Roboter. Hurra! Okay, welche war nochmal für wen? Die blauen für Catwoman. Die roten für Catwoman, ne? Schönen Dank auch. Zack. So. Dann hier ein bisschen austeilen. Plonk. Aber schnell! Zack! Läuft doch! Haha! Und Kavems! Schluss jetzt! Ja, ich nehme ihn mir gerne. Wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Hier hinten, wo es leuchtet, oder wo muss ich hin?
Batman, guck mal, wo der Schlüssel ist. Ach so. Ja, in dem Moment habe ich es auch gesehen. Seid still. Mal im Ernst, Eddie. Wie lange wird das hier noch dauern? Die Rätselfabrik. So, apropos, ich wollte mal was nachgucken. Stacks Luft. Panessa Stück. Da ist auch so viele. Oh Gott. Und ein Bereich fehlt sogar noch. Wo sind wir denn hier? Wir sind auf. Auf Bleak, ne? Sind wir auf Bleak? Ich wollte nur mal gucken. Ich weiß nämlich, dass es hier irgendwo ein Rätsel gab. Dem Batman zu helfen hat seinen Preis. Wie sie dank dieser Erinnerung auch ständig weiß. Ich meine nämlich, Rätsel bereits gelöst. Okay, haben wir schon gemacht. Ich hatte das noch so im Hinterkopf, dass wir dieses Halsband da noch fotografieren müssen. Na gut. So, Eddie, hast du sonst noch was für uns? Oh, wie clever ihr beide euch jetzt fühlen müsst. Wie selbstgefällig. Ich störe ja nur ungern bei diesem armseligen Siegestaumel, aber ich wollte euch wissen lassen, dass ihr euch so bald nicht wiederseht. Catwoman, Batman wird dich hängen lassen, weil ihn unter dem Ronneler Fährhafen mein größter Test erwartet. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Lass dich von Riddlers Sprüchen nicht einschüchtern. Eddie ist ein Idiot. Aber ein Idiot, der in der ganzen Stadt unterirdische Todesfallen gebaut hat. Und? Und ich wollte nur sagen, pass auf dich auf. Du hast uns die Suppe eingebrockt und ich schätze es, dass du sie auch auslöffelst. Aber sei vorsichtig. Ich habe die Suppe eingebrockt? Eddie klang ziemlich sauer. Die letzte Prüfung könnte sehr gut eine Falle sein. Das war's fast. Ich spüre die Nachtluft schon. Schnell zum letzten Kurs. Ja, ich melde mich dann bei dir, Schätzchen. Vorher müssen wir jetzt erstmal Serienkiller stoppen. Und ich befürchte ja wirklich, dass der letzte Kurs wieder ein Rennen ist. Und Rennen hasse ich wie die Pest. Das ist deine Chance bei Catwoman, Betsy. Sie ist verletzlich, sitzt in einem verlassenen Waisenhaus fest. Für mich klingt das nach Romantik. Da wir gerade dabei sind, ich war im Jenseits, um nach Talia zu sehen. Und naja, wir haben darüber gesprochen, wie du uns im Grunde beide ermordet hast. Sie fing an zu weinen, also habe ich sie getröstet. Und bevor ich mich versah, führte eins zum anderen. Na, du weißt schon. Tali und ich wollen doch nur, dass du glücklich bist. Du solltest dem kleinen Kätzchen sagen, was du fühlst, solange du noch kannst, Betsy. Denn wenn ich deinen Körper übernehme und dich in einer winzigen Ecke deines Verstandes einsperre, töte ich sie zuerst. Irgendwie ist er ja schon fast ein sympathischer, psychopathischer Irrer.